Damit ganz herzlich willkommen zu Julian Bam, mach die Robbe, featuring die Robbe. Er hat einfach ein Feature mit der Robbe, Chat. Einfach ein Feature mit der Robbe. Ist das erfolgreichste Video, glaube ich, auf seinem kompletten Kanal. Wurde mir dementsprechend auch oft empfohlen, so. Generell, ich kriege sehr viele Vorschläge von euch. Dankeschön auf jeden Fall. Wir werden erstmal Märchen Asozial abchecken. Ich habe eine Liste auf dem Discord. Und so werde ich mich einfach entlang hangeln und das alles abarbeiten, so. Zwischendrin werden wir auch immer wieder solche Sachen abchecken. Auch 16 Arten, Styles von Rappern, dies, das. Mach die Robbe, featuring die Robbe. Einfach ein Feature mit der Robbe, ne? Leute wollen Feature mit Capital Bra, Luciano, Kollega. Er hat einfach Feature mit der Robbe. Liken, Support ist Kamort. Ich bin gespannt. Das ist der Shit wahrscheinlich. Vincent hat das ganze Ding produziert. Gehe ich mal schwer davon aus, oder? Music by Vincent Lee. So sieht's aus. Bin sehr gespannt. Also, mach die Robbe, Abfahrt. War das nicht ein Tanz bei Märchen Asozial? Oder doch, Märchen Asozial. In der zweiten Folge, glaube ich. Da lagen die auch so mit dem Bauch auf dem Boden und haben auch die Robbe gemacht, glaube ich. Boah, Digga, dass er so nah an solche Tiere rankommt. Ich dachte, die wären voll selten. Gibt's weiße Robben? Jetzt warte mal ganz kurz. Es gibt, glaube ich, keine weißen Robben, oder? Oder sind es Seelöwen? Löwen? Oder was ist der Unterschied zwischen einer Robbe und einem Seelöwe? Weiß es jemand? Aha, seht ihr, Chat? Seht ihr? Ich glaube, es gibt keine weißen Robben. Es müsste eine Albino-Robbe sein, glaube ich. Ist das seine Hütte? Kann es jemand bestätigen? Ist das seine Hütte oder was? Niemals. Junger Vater. Nein? Okay. Aber ich habe letztens ein relativ aktuelles Video gesehen. Der Mann lebt nicht schlecht, sag ich mal so. Mit Pool, dies, das, alles drum und dran. Auch wie still die Robbe da ist, Digga. Unglaublich. Wie kriegt er das hin, dass sie so ruhig bleibt? Yeah. Dein Hund frisst deine Hausaufgaben, während die Robbe meine macht. Sie muss niemals drauf. Während die Robbe meine macht. Ganz kurz. Sounddesign wieder was ganz, ganz Spezielles und Außergewöhnliches. Real Talk. Also dieser Vincent Lee ist auch, der ist, Bruder, bei ihm ist alles vorbei. Sag euch, wie es ist, der Bruder hat's schon ordentlich drauf. Dein Hund frisst deine Hausaufgaben, während die Robbe meine macht. Sie muss niemals draußen warten, vor den Shops in deiner Stadt. Ist mit den Stäbchen 100 Kilo Sushi an einem Tag. Bleibt in Shape wie ein Football-Models, fragen sie nach Rat. Was ich damit meine ist, ganz kurz zu den Beats nochmal. Ein Trap-Beat hat eine andere Rhythmik. Ein Boom-Bap-Beat, eine andere Rhythmik, so ein EDM, Foto-to-Floor-Ding, was hier zum Beispiel der Fall ist, hat eine andere Rhythmik, so. Du musst dich ja immer wieder so neu drauf einstellen können. Das ist aber so noch nicht alles, so. Du brauchst ja auch noch irgendwie eine gute Drum-Selection, so. Nicht? Du kannst ja keine Boom-Bap-Drums für irgendwelche EDM-Sachen nehmen, wie soll ich meinen, sondern es muss alles irgendwo ein bisschen passen, harmonieren und dafür musst du auch ein gutes Gehör haben, so. Gerade von der Sound-Selection her musst du da wirklich gute Drums haben, die immer wieder gut passen, so. Sushi an einem Tag, bleibt in Shape wie ein Football-Models, fragen sie nach Rat. Sie kreischen, wollen Selfies, wenn sie uns beide sehen. Wenn die Knopfaugen die Augen aller Mädchen verdrehen. Niemand kann widerstehen, doch sie kann nicht mal stehen. Bei Kiki Challenge spielt. Niemand kann widerstehen, doch sie kann nicht mal stehen. Ich muss auch da ganz kurz davor sagen, es geht vom Soundbild her komplett nicht so in meine Richtung. Dafür soll der Song ja auch gar nicht da sein, ne? Der Song soll auch wie jeder andere Julian Bam Song oder jede andere Julian Bam Parodie ja auch eigentlich nur als Parodie für Unterhaltung da sein, oder? Sehr geehrte Damen und Herren der kanadischen Botschaft, kein Mensch muss sich mit dem Fell von Tieren schmücken. Ihr Land ist dafür verantwortlich, dass jedes Jahr noch immer unzählige Robben brutal erschlagen und gehäutet werden. Viele der Robben sind sogar erst wenige Wochen alt und werden brutal ermordet. So müssen endlich mit dem Massenmord. Ach was. Lasst die kanadische Botschaft wissen, dass wir so etwas nicht tolerieren. Schreibt mir eure persönlichen Worte. Wisst ihr, woran mich das erinnert auch? Es erinnert mich an die... Ich weiß nicht, wie die Inseln heißen. Warte mal ganz kurz. Das sind diese Inseln. Ich glaube, diese Inseln gehören zu Dänemark. Korrigiert mich da, Chat, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte. Ich glaube, diese Inseln gehören zu Dänemark, aber auch nicht so ganz und dies und das. Also das, die machen da ein bisschen ihre eigene Politik, haben somit auch eine eigene Tradition, die beinhaltet, dass man, hier seht ihr schon, die Tradition besagt, dass egal wo du Delfine oder so siehst, im Meer lassen die Leute alle stehen und liegen. Überlegt euch mal. Du arbeitest gerade, die Leute sagen, hey Bro, da sind Delfine, dies, das. Du lässt deine Arbeit liegen. Dir ist scheißegal, was du gerade machst. Du gehst raus auf die Boote, dann werden diese Delfine quasi in so Gruppen eingetrieben.
teilweise auch überfahren mit der Schiffsschraube, dies, das. Und werden dann teilweise, man hat da Bilder gesehen und sowas, wo teilweise hundert bis tausende, nicht hunderttausende, hundert bis tausende Delfine an diesem Ufer liegen dann. Das ist ewig lang und quasi in ihrem eigenen Blut dann quasi noch so ein bisschen zappeln und dies und das. Und die werden da einfach abgeschlachtet, so als Tradition, wisst ihr, was ich meine? Oder ich weiß halt nicht, wo Tradition anfängt und wo die aufhört, so, wisst ihr, was ich meine? Ganz schwieriges Ding. Ich wollte nur ganz kurz sagen, um jetzt hier auf dieses Thema wieder zurückzukommen, dass mich das daran erinnert hat und dass man darauf eigentlich auch mehr aufmerksam machen müsste. Hiermit die Aufforderung an Julian: Mach den Delfin. Sieh um und war 10 Tage gelähmt. Leg dich auf den Boden. Winkel deine Beine an. Spann deinen Körper wie im Bogen. Nimm die Füße in die Hand. Kann ich nicht. So gelenkig bin ich nicht. Ist es menschlich überhaupt möglich? Was auf den Boden und jetzt deine Beine wohin in die Hand und dann und dann. Digga, seit wann ist es möglich? Ich wusste gar nicht, dass du dich so biegen kannst. Mach die Robbe, Robbe. Aber Hook geht gut ins Ohr. Dieser Drop, Robbe. Rob, es geht gut ins Ohr so. Ist eine relativ einfallslose und relativ eintönige Hook. Aber darum geht's ja. Das ist ja das Ding. Ich weiß, dass du das kannst. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe. Also mit bisschen was, ne? Kannst das Ding dir auf jeden Fall gut geben, glaube ich. Da bockt die Kiste. Robbe. Aber ich glaube, dann bockt alles. Robbe. Ich weiß, dass du das kannst. Ihr Hobby ist Schiffe versenken. Darin ist sie der Boss. Im Welle balancieren hat nicht mal Arien Robben ne Chance. Boah, Digga, wie geht sowas? Darin ist sie der Boss. Im Welle balancieren. Guck mal. Boah. Hat nicht mal Arien Robben ne Chance. Dein Hund holt deine Zeitung. Sie bringt morgen Saft und Croissants. Hast Krokodile, trotzdem trägt sie manchmal heimlich Lacoste. Junge Lacoste, die lebt besser als ich, die Robbe, ohne Scheiß. Was sie auch alles kann, ne? Die bringt Frühstück, Brötchen, Wurst, dies, das. Mit Robin zum Crusoe. Oh, Digga, wo ist das? Sieht aus wie Assassin's Creed oder sowas. Holy shit. Boah, ist es Deepfake oder was? Sind die da wirklich? Und ich jeden noch. Die haben einfach ein Floß gebaut. So fernen Ort, sie macht ein Lagerfeuer. Singt mir unter den Sternen, was vor und nach 3 Tagen habe ich die Melodie noch im Ohr. Das Sound geht. Da hat, glaub, Mario Götze das 1-0 geschossen. Weiß ich. Ich habe damals das im Fernsehen geschaut und ihn kenne ich noch. Ihn hier, den kenne ich noch. Leg dich auf den Boden. Digga, ich muss es mal probieren. Ich glaube, ich breche mir alles. Was auf den Boden und jetzt deine Beine. Wohin in die Hand und dann und dann. Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe. Aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass, Alter, wenn du ein bisschen was, ne? Oder generell, wenn du auf die so Musikrichtung, so Soundbilder stehst, so die Four to the Floor, so die Clubdinger, dann fühlst du das sowieso direkt. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, ich bin kein Clubgänger und schon gar nicht so Freund von diesem Sound so, was überhaupt kein Problem ist. Man muss nicht alles mögen, so um Gottes Willen, wenn jeder alles mögen würde oder alle die gleichen Soundbilder oder Musikrichtungen mögen würde, das wäre sehr schlimm. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass du das ab einem bestimmten Gemütszustand, ab einem bestimmten Level die gut geben kannst, sag ich so, wie es ist. Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe. Ist auch so formanten gepitcht runter, dass er, seine Stimme ist ja in den Parts viel höher, ganz normal, wie jetzt hier in der Hook. Robbe ist auch so wahrscheinlich formanten gepitcht, relativ tief gepitcht, alles sehr, sehr nice. Also Produktion immer krass, immer. Ich habe noch keine, bei Julian Bam habe ich noch keine Musikproduktion gehört, die jetzt irgendwie wack ist oder sowas. Also rein von der Qualität her, ob es mir gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Mach die Robbe, Robbe. Ich weiß, dass du das kannst. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Überleg mal, du mietest so ein ganzes Stadion für ein Musikvideodreh. Am Ende, das Einzige, was du machst, ist auf dem Feld liegen und die Robbe zu machen. Mach die Robbe, Robbe. Ich weiß, dass du das kannst. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Ich weiß, dass du das kannst. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Mach die Robbe, Robbe. Okay, sehr harte Veranschaulichung, aber wenn ich jetzt sage, ganz nice, es ist nicht nice, ne, aber gerade nochmal auf diesen Text dann am Ende zurückzukommen,
geschlagen und gehäutet, teilweise nur wenige Wochen alt hier. Das soll das einfach nur mal ganz kurz ein bisschen veranschaulichen. Versteht nicht falsch, ich sage jetzt eigentlich ganz cool gemacht, so rein vom Setting her, rein vom Aufbau her, aber es ist nicht cool. Das frage ich mich halt auch auf diesen Färöer-Inseln oder sowas. Die sind so, das ist eine relativ kleine Inselgruppe mitten, so, keine Ahnung, so überall von Dänemark oder sowas, weiß Gott, keine Ahnung. Die gehören aber, glaube ich, dazu und die gehören somit auch eigentlich zu Europa so. Dass es aber trotzdem toleriert wird und es wird dagegen angegangen so, aber nicht konsequent. Es wird trotzdem jedes Jahr auch gemacht und jedes Jahr liegen da 100 bis zu tausenden Delfinen da einfach am Strand. Wisst ihr, was ich meine? Warum, Bruder, warum? Ich verlange, mach den Delfin. Ich muss Julian schreiben. Mach den Delfin. Wir brauchen einen guten Tanz, Chat. Wir brauchen einfach einen guten Tanz. Und dann passt es.